Nein, nicht so, ne? Tatsache, eine Münze. Okay. Meine Ohren klingeln. Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Boah, wow, kann durchaus möglich sein. Was soll denn jetzt? Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Okay, so hier gibt's einen Code. Den werde ich mir gleich mal notieren. 12 18 79. Ich vermute mal, dass eine sechsstellige Zahl ist. Wird's hier wohl irgendwo einen Tresor geben, den ich damit aufmachen kann? So. Hier ist bloß der Damenduschraum. So wie es scheint. Aber hier gibt es tatsächlich ein paar Fächer, die ich aufmachen kann. Nicht schlecht. So, da scheint es weiter zu gehen. Dann gehe ich jetzt noch mal. Da hinten rein. Das ist doch bestimmt der Tresor, oder? Ah, wusste ich doch. Also 12. Achtzehn und 79. Das hat echt geklappt. Das will ich auch hoffen, dass das geklappt hat. So, kann ich inzwischen wieder was tun? Fertige haltbarere, verbesserte Nahkampfwaffen an.
Erhöhe deine Effektivität bei der Fertigung von Messern, um aus derselben Menge Ressourcen mehr herzustellen. Dann nehmen wir das noch. Hier muss ich dann auch mal was tun. Dass ich da was verbessere. Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Das ist gut. Dann gucke ich doch noch mal erstmal hier ins Restaurant. Obwohl hier auch so ein bisschen dreckiges Geschirr anscheinend nicht viel zu sein scheint. Ach so. Okay, hier wird mir mitgeteilt, dass das WLAN-Passwort die Safe-Kombi ist. Naja, gut. Das habe ich inzwischen auch alleine herausgefunden. Was auch nicht so besonders schwer war. So. Eine Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Sepp, Victor und Irina sind tot. Avery und Marley werden vermisst. Und ich wurde gebissen. Das Nest war größer, als wir gedacht hatten. Ich wollte es hochjagen, aber die verdammten Zünder waren defekt. Typisch, dass mich letztendlich die Unfähigkeit der verdammten Fedra umbringt. Okay. Lev, sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Aha. Also vermute ich mal tatsächlich, dass hier Infizierte sind, ne? Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Mach weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Licht aus, Abby. Okay, Gasmaske. Gasmaske. Oh, Scheiße, hier ist alles verseucht. Okay. Scheint
so auf den ersten Blick relativ ruhig zu sein. Aber auch nur auf den ersten Blick. Ja gut, ich hatte auch nicht wirklich erwartet, dass Lev jetzt eine Gasmaske dabei hat, ne? Auf der anderen Seite wäre es natürlich intelligent gewesen, an sowas zu denken. Aber naja. Können wir jetzt nicht ändern. Okay, dann hoffen wir mal, dass das auch oben war, ne? Kann jetzt hier zwar keine Gegner erkennen. Das muss ja aber nicht heißen, dass hier zum Beispiel keine Stalker sind, ne? Endlich. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Einfach durchgeschossen, na geil. Das ist nicht gut. Jo, dann bin ich ja gespannt, ob wir eine Gasmaske für Lev finden, ne? Praktisch wäre es ja. Ganz toll. Yippie. So, gut, ich muss da durch, ne? Okay. Ah, halt. Hier habe ich noch eine Tür übersehen. Mit Alkohol, den ich eh voll habe. Naja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Uah. Oh, die sieht doch okay aus. Ja. Und Ghosty Fu, nein, Follow für Follow gibt's bei mir nicht. Sieht gut aus. Okay, zurück zu Lev. Oh no, no Follow for Follow. When you are English, I don't know.
Ich hab's doch gewusst, dass ja solche Stalker-Viecher rumlaufen, ey. Man sieht die Viecher halt auch nicht, ne? Einfach krass. So. Boah, alles voll hier mit diesem. Mit diesem. Pilzgewucher, ne? Übel. Oha, naja.